Ja, hallo, willkommen, mein Name ist der NyroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen von dieser Höhle hier noch erkundet und ich glaube, wir haben so gut wie alles erkundet. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter zum Siegel und ja, ich war jetzt gerade dabei, meine Truppe zusammenzustellen, wen wir alles in dem nächsten, auf jeden Fall kommenden Kampf mitnehmen. Und ich glaube, ich nehme Rain und Zeus und vielleicht... Leute, kann man eine Pause machen, Schiene auch. Anstatt... Ne, ich glaube, das ist schon gut. Versuchen wir es mal mit dem Team. Tun noch ein bisschen hier so Ananas und so was. Nämlich Ananas, Orangengel. Einsetzen. Und ja. Muss ja eigentlich klappen. So, jetzt gucken wir mal. Das hätte so was von irgendwas. Was? Ich bin gar nicht eingegangen. Hui, was? Das ist also Gnome. Da wollte das Gegenstück Undin zwar, ist das von Gnome Ifrit. Wenn wir Ifrit aufwecken, wird das ihren Mana-Strom unterbrechen, richtig? Nein, es ist Sylph. Wie oft muss ich es dir noch erklären, bevor du es dir merkst? Ich nehme zur Kenntnis, dass der Bildungsstand in Silver und dem Zustand der Welt entspricht. Was? Ja, so könnte man das sagen. Leute, das war kein Kompliment. Okay, jetzt aber. Du bist eine Beschwörerin, hm? Nun, es tut mir leid, aber ich habe bereits einen Pakt mit Mythos, okay? Schon wieder fällt Mythos Name. Er muss erstaunlich gewesen sein. Ich bin China. Ich begehre, einen Pakt mit Gnome zu schließen. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzuheben und ein neues Bündnis einzugehen. Mit mir. Das soll echt Gnome sein? Mann, du redest vielleicht komisch daher. Nun, ich meine, so habe ich es gelernt. Wirklich? Naja, ist ja auch egal. Zeig mir, was ihr drauf habt. Na los, auf geht's. Kommt. Hey, suchst du Streit? Bitte formiere dein Team neu, sodass China dabei ist. Oh! Er musste echt immer so sein. Ich gar nicht bemerkt. So, anstatt. Collect. Er ist echt Gnome. Okay, Gnome in Celia sah auch ein bisschen komisch aus, aber. Er ist irgendwie, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, das wird sich. Ist so ein Viech, das sich wie Gnome irgendwie ausgibt oder so. So, was wollte ich hier? Ist das Ding, ne? Magisches Auge. Okay. Und ich schon wieder alles vergessen, natürlich. Bam! Bitte mach was. Na, verdammt, direkt. Das ist aber was hier, China. Einfach wieder draufkloppen, wie immer. Und mal gucken, was die ganzen Attacken überhaupt machen. Schon wieder lange her. Power Seal absolut. Nutz 120. Serpent Seal. Wo habe ich Serpent Seal? Nochmal mal hier hin. Weil wegen 50 Mal. Ja. Der nimmt zeitweise ab. Spirit Seal. Also ich mache also 50 Mal. OTP. TP. Halt mal, TP, das sind doch KP, ne? Einfach aufkloppen. Die ganze Zeit mal. Spirit Seal. Da wird er wohl daran liegen, oder? Ich sag 50 Mal einsetzen. Das ist natürlich noch gar kein Problem. In der Luft, jawohl, super. Ja, natürlich ist noch gar kein Problem im Moment. Ah, egal. Da waren die anderen bis jetzt ein bisschen stärker. Das Schwerste war bis jetzt irgendwie Undin, oder? Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Warte mal, ich setze die ganze Zeit der falsche ein, oder? Hier ist... Oh, na zwei. Aber...
Aber mit zwei Heiler, also dürfte auch nicht so ein Problem sein. Aber du machst halt jetzt nicht die ganze Zeit, ne? Genauso wie Volt auch Zilla die ganze Zeit hüpfen. Und jetzt zauberst du auch noch. Ah, warte mal. Hier. Water Seal. Ne, Lightning will ich mal gucken. Dürfte ja nicht gesprochen werden, ne? Ja, aber ich könnte sterben, das könnte passieren. Ma! Und was er stirbt gleich verdammt. Oh, ich kann nicht weiter nach. Ja, wen du lebst denn jetzt wieder? Okay, dann. Warum gibt das Ding jetzt auf einmal so viel Gas? Warum kann ich mit seiner Schleife fliegen? Was ist das eigentlich? Dann erstmal wieder die Toten wieder am Leben rein. Oh Mann. Sehr schön. Muss schon sagen, kriegt sie jetzt direkt aufs Maul. Schau mal. Ah. Healing Circle. Ja, super. Bisschen zu spät. Bin ich immer noch im Kraftschub? So, jetzt mach Summon Lightning. Ach, verdammt. Da war nicht das Richtige, ne? Oh Mann. Ich hab nur hinkriegt? Nee, ne? So, komm schon, komm schon. Es endet wieder. Bam! Ach Mann. Ich will doch wohl auf den Arm hin. Nur weil ich mich vertippt habe, ey. Spirit, wo ist es? Serpent Seal. Ah. Oh Mann. Warum kriegen wir denn jetzt so aufs Maul? Am Anfang hat er sich gar nichts gemacht. Oh, gibt's doch nicht. Fall um, danke. Ist noch genug. Boah, Rain hat noch verdammt viel TP. Dann soll ich lieber Nurse einsetzen. Bringt's irgendwie besser. Ich kann das Ding irgendwie nicht ernst nehmen. Das ist doch idiotisch, ey. Sehr schön. Und zack. Ach, fuck. Das war natürlich sehr schön. So, ich habe mal aber. Aua. Oh nein. Aua. Na, warte. Oh, ich mich vertippt habe. Oh mein Gott, unsere TP und so. Aber ich kriege mal noch vorher kaputt, oder? Glaube ich. Aber nur zur Sicherheit. Jetzt bin ich schon wieder angeflogen. So idiotisch ist das. Nein, hier wird nicht noch jemand verrecken. Oh, Nurse, sehr schön. Jawohl. Jawohl. Jo, eine Reliquie. Maximal KP. Casanova erhalten. Tsunami erhalten. Okay. Er kämpft mit schmutzigen Tricks nicht. Ich meine, was soll dieser 4 gegen 1 Mist? Mythos hat es allein geschafft. Wow. Ach, ist ja egal. Leg dein Gelübnis ab. Dieser Kerl ist eine harte Nuss. Für eine Welt, in der die beiden Welten sich nicht mehr gegenseitig opfern müssen. Übergib mir deine Macht. In Ordnung. Ich gebe mich geschlagen und stelle euch meine Macht zur Verfügung. Warum nicht gleich so?
Alles, was wir tun müssen, ist ein Pakt mit Sylph zu schließen und wir unterbrechen einen weiteren Mana-Strom. Wo sollen wir als nächstes hin? Ich habe gehört, dass der Elementargeist Celsius in der Nähe von Flaneur lebt. Okay, lass uns also einen Blick drauf werfen. Rubine halten. Ich dachte, wir sollen Sylph. Ach, egal. Jo. Das Übliche. Alles klärchen. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Das Band. Irgendwie nicht. リボンだったらプレセアだって可愛いよ。私のリボンは回りません。あれプレセア。待ってよ。っていうかノームのあれはリボンじゃないだろ。 Das besorgt ihn jetzt hier gerade am meisten. So, wow, voll umgedreht. Mal gucken. Power Seal, absolut. Power Seal. Abwehr nimmt zeitweise ab. Was tut denn hier? Was? Achso, Stil KP, mein Gott. Na, ja, ich setze einfach alles irgendwie so 50 Mal ein. Dann werde ich ja wohl immer irgendwie was Neues lernen. Warte mal. Nurse hat sie vielleicht jetzt 50 Mal eingesetzt. Deswegen hat sie Healing Circle gelernt. Nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Eine physische Krankheit innerhalb eines Bereichs. Vielleicht wenn sie Recover 50 Mal einsetzt. Drei magische Krankheiten alle Mitglieder oder ja. Ach so, okay. Okay, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gravity Well. Machen wir mal so. Aqua Edge, hast du Tidal Wave, Fireball, nur starken Dinger erstmal. Erstmal noch nicht 50 Mal eingesetzt worden ist. Ich gehe jetzt nach dieser Devise, das wird bestimmt richtig sein. Ja, hoffe ich. So, bei den anderen auch. Eagle Dive, keine Ahnung. Mein Dings wäre natürlich blöd. Mein Gott. Mein Gott. Hier, bei ihm könnte ich das. Du hast das schon, deswegen. Der hat voll wenig. Warte mal, Strategie. Hier. Ferner Angriff. Angriff auf den entferntesten? Nein, ja, Magie habe ich schon eingestellt, okay. Hat er echt angegriffen? Ich habe nie mitbekommen. Warum zum Teufel ist bisher noch Level 40? Oh man, Colette. Noreen und... Weiß nicht. Regal wieder. Der Noob Troop. Alles klar. Ich glaube, wir können hier raus. Dann nehme ich mal an, wir müssen nach Flaneur gehen. Waren wir ja schon mal. Also kein Ding. Den steuere ich gerade. Presser. Weiß nicht. Was habe ich denn noch nicht? Finality Punishment. Ich gehe echt nach dieser Devise jetzt. Die Protection, ja. Das ist R2, ne? Ja. Das heißt jetzt die ganze Zeit R2 Spam. Wenn ich das am 50 Mal gemacht habe, dann werde ich ja sehen, ob ich das lerne oder nicht. Es muss so funktionieren, es muss einfach so. Wir gehen nach Tales of the Abyss Logik. So. Und Celos hat gar keine TP, super. Sehr schön. Oh nein, nicht so ein Typ. Mein Gott, wie kämpft der? Los, jetzt mal irgendeine Magie ein, Celos. Keine TP.
Natürlich nicht. So, in dem Part möchte ich nur gerne hier raus. Das wäre sehr schön. Und Gegner müssen jetzt auch nicht unbedingt sein. So, raus hier. Mit diesen nervigen, streitsüchtigen kleinen Viechern. Komisch aussehenden Gnoms. Und so weiter. So, dann. Flanor. Wo war er nochmal? Die alte Geschichte wieder. Ja, stimmt, hier bei dem Eis. Was wollt? Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich hier alles mal erkunden möchte irgendwann. Erstmal machen wir die Story. Gehen wir erstmal nach Flanor. What the heck is this? Hier war ich noch nicht. Leute, zögert. Vor was? Okay, wir werfen ihn aus der Luft. Okay. Hallöchen. Da will ich hin. Was ist das? Komm. Du willst es doch auch. Sag mal, ist es nicht sehr schwer, die Ballons zu halten, wenn deine Hände aneinander gefesselt sind? Zuerst war es sehr schwer. Ich bin oft hingefallen. Das ist schwer vorstellbar. Irgendwie schon. Ich habe dich nie fallen gesehen. Wirklich, aber letztendlich ist alles eine Frage der Gewöhnung und des Trainings des unteren Körpers. Wenn deine Muskeln nicht schnell genug reagieren, nutzt sie auch ein guter Gleichgewichtssinn nichts. Deshalb bist du so muskulös. Ich will auch mehr Muskeln bekommen, wenn ich viel trainiere. Hast du Lust, an meinem Morgentraining teilzunehmen? Ja, um wie viel Uhr soll ich aufstehen? Kurz nach 4. Vergiss es. Das war irgendwie offensichtlich. So, ich habe eine neue Stadt entdeckt, da möchte ich rein. Anstatt irgendwie, weiß ich nicht, was Wichtigeres zu machen. Altamira. Wer weiß, was ich da finde. Die Stadt kommt mir gar nicht bekannt vor. Aber den Namen, den hab ich schon gehört. Es tut mir leid, aber ich werde hier warten. Was ist los? Du sagst uns nicht warum? Wenn du nicht darüber sprechen möchtest, ist das deine Sache. Leute, lass ihn. Okay, wir treffen dich, wenn wir die Stadt verlassen. Na gut. Hui. Komm in Altamira, dem Paradies am Meer. Jo. Fokus ist. Ich kann nichts kaufen. Okay. Doch, klar, kommt mir bekannt vor. Ist er duschen? Wer ist mit einem Getränk? Oder lieber etwas zu essen? Gerne, aber du gibst mir irgendwie nichts. Du herzlose Furie, du. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn da wieder dieser verkackte Koch drin ist, ne? Ja, der japanische Tradition, die in den Belohne zu entzweien. Was genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Aber ich würde sagen, den Rest dieser Stadt erkunden wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!